Standing Ovation, ein Vierer-Buzzer, das auf der größten Bühne. I like it, I like it, I like it, I like it a lot. Also herzlich willkommen. Wie heißt du und wie alt bist du? Also ich heiße Valentina und ich bin 9 Jahre alt. Du bist 9? Wow. Valentina, 9 Jahre. Und du hast ja jetzt schon so eine raue, erwachsene Stimme. Das ist ja unfassbar für dein Alter. Du bist eine richtige Rockröhre, Valentina. Danke. Woher kommt denn das Rockige? Also das Rockige, ich weiß gar nicht. Aber hörst du zu Hause? Hörst du zu Hause wahrscheinlich, seit du mit den Zigaretten angefangen hast, kann ich mir vorstellen. Nein. Also zu Hause höre ich ja sehr gerne Rock und auch Metal, aber auch vor allen Dingen Musik von Alvaro. Ah ja. Sehr schön. Also ich finde, das ist die richtige Kombination auf jeden Fall. Metal und Alvaro Soler ist immer... Das ist so, da passt kein Blatt dazwischen. Den Alvaro kennst du ja schon, also durch seine Musik. Jetzt wird es ja auch so ein bisschen Zeit, mal die anderen ein bisschen kennenzulernen. Hast du denn schon mal was von Vincent gehört? Ja, also meine Freundin Mia, die hört auch sehr viel Musik von Vincent. Ah, okay. Und fragen wir mal weiter. Und Lena? Hast du schon mal was von Lena gehört? Natürlich. Oh. Was ist das für eine Frage? Also, Lena ist weltberühmt. Und Valentina, hast du schon mal was von den Fantas gehört? Ja, aber noch nicht so viel. Also das erste Lied, was ich von den Fanta 4s gehört habe, war die da. Ja klar. Ja, 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 klar. Das kennen wir alle. Aber die sind doch gerade erst am Kommen, also da kommt noch mehr. Da kann man noch einiges erwarten. Aber hey, Valentina, hast du denn schon eine Idee, in welches Team du gehen möchtest? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit oder brauchst du ein bisschen Hilfe? Also ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay, okay, dann du, ich lese dir einfach mal ein bisschen was vor, weil ich habe ein Buch geschrieben, das geht... verrückterweise über dich, liebe Valentina. Und das ist ja ein Zufall. Das ist wirklich verrückt. Das ist ein Zufall, oder nicht? Das heißt, die Chroniken von Lenania, das ist mein Königreich. Und dazu würde ich es gerne so ein bisschen gemütlich hier machen, damit die Valentina sich einfach ein bisschen ausruhen kann. Vielleicht kriegen die Jungs so ein bisschen Tee und ein paar Decken, wo sie sich so ein bisschen einmummeln können. Oder magst du mir helfen vielleicht? Komm, wir holen kurz ein paar Decken und einen Tee, damit die Jungs sich auch ein bisschen entspannen können einfach. Oh Gott. Okay, ich schaffe es. Okay. Nehmt ihr euch mal eine Decke? Okay, so für alles uns, klar. Oder was? Ja, das ist für euch, dass ihr euch ein bisschen einmummeln könnt. Das ist aber eigentlich von dir. Ich möchte die rosa Tasse machen. Schön pusten. Also, wir werden ein bisschen gemütlich. Wir Leute, das ist doch schön. Guck mal, also. Liebe Valentina, es war einmal in einem weit, weit entfernten Land namens Adlerhofien. Dort lebten 4 schreckliche Zwerge. Albatros, Schmuddel und Stichi und der schöne Musculus. Albatros war eigentlich aus dem fernen Spanönien und er war in seinem Leben schon viel gereist. Oft erzählte er, wie viele Länder er schon bereist hatte. Er konnte Spanönisch, Italienisch, Japanisch, Deutsch-Ionisch und Englisch hören. Außerdem musste er jeden Tag zeigen, wie viele Instrumente er spielen konnte. Toll, mussten dann immer alle sagen. Toll, damit Albatros nicht beleidigt war. Schmuddel und Stichi waren 2 alte, weise Brüder. Sie liebten es, Witze über sich selbst und über die anderen zu machen. Sie waren immer laut und hatten eine große Leidenschaft, das Reimen. Sie konnten so fantastisch reimen, dass man sie schon oft auf der ganzen Welt kannte. Das machte ihnen keiner so schnell nach. Und damit gaben sie auch immer wieder an, was die anderen furchtbar nervte. Der schöne Musculus war ein wenig ruhiger als die anderen, zeigte aber dazu gern, wie stark er war. Er konnte 10.000 Liegestütze. Er fuhr mit einem Rollbrett durch Adlershofien und wurde dafür von allen bewundert. Wenn er einmal nicht genug Beachtung bekam, führte er gern vor, wie gut er im Handstand war oder im Rückwärtssalto. Bei den 4 Zwergen lebte auch eine Prinzessin namens Lenania. Sie war wunderschön und hatte eine engelsgleiche Stimme und lebte ein glückliches Leben, wenn sie nicht immerzu von den 4 Zwergen geärgert werden würde. Bei den alljährlichen Stimmspielen, an denen Albatros, Stichi und Schmuddel, der schöne Musculus und Lenania teilnahmen, wollte jeder und jede das beste Talent im Team haben und damit gewinnen. Sie zankten und rangelten und wetteiferten bis ins Unermessliche, um die Talente für sich zu gewinnen. Und eines Tages lief Lenania durch den verzauberten Wald von Adlershofien und hörte plötzlich eine Stimme. Eine Stimme, die von solcher Schönheit war, dass man sie mit Worten nicht beschreiben konnte. Und da sah sie, wem die Stimme gehörte. Es war die Stimme von Valentina! Wow. Krass. Das stand schon immer drin.
Sofort wusste Lenania, dass diese Stimme den großen Musikpreis von Adlershofien gewinnen würde. Dann ging alles ganz schnell. Valentina ging natürlich mit Lenania in den Wettbewerb und gewann ihn ganz klar vor den Teams der Zwergen. Seitdem ist Valentina im ganzen Land bekannt und Lenania ist die glücklichste Prinzessin aller Zeiten. Bravo. Eine sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Das war jetzt einfach meine Geschichte. Oh, ganz ohne Zusammenhang jetzt hier zu der Sendung. Ich gehe deshalb zu Stichi und Schmuddel. Die sind echt sehr, sehr nett. Ja. Und die können voll gut gewinnen und so. Ja, genau. Lenania, wollte ich sagen. Valentina. Valentina, glaubst du denn an Magie? Dann pass mal auf. Und jetzt musst du hinter dir stehen. Krass, ne? Das war nicht, was ich sagen wollte, aber... Hattest du genug Zeit zu überlegen? Ich gehe zu Lena. Ja! Mit mir zum Stuhl kommen kurz. Da ist eine Kette drin, da steht drauf Team Lena. Das ist sozusagen unsere Freundschaftskette.